verliert der FC Schalke seinen nächsten Star an den FC Bayern. Laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo soll sich Max Meyer mit dem Rekordmeister einig sein. Der FC Barcelona hingegen, der den Nationalspieler auf dem Zettel gehabt haben soll, habe Abstand von einer Verpflichtung des 22-Jährigen genommen. Meyer gäbe es zum Nulltarif. Sein Vertrag auf Schalke läuft im Sommer aus. Die Königsblauen bemühen sich intensiv um eine Verlängerung. Die endgültige Entscheidung über seine Zukunft will Meyer Anfang März bekannt geben. RB Leipzig muss Navigator am Saisonende zum FC Liverpool ziehen lassen. Auf der Suche nach einem Ersatz ist der Club offenbar in der Serie A fündig geworden. Und laut der Gazzetta dello Sport in den Poker um Lucas Torreira von Sampdoria Genua eingestiegen. Der 21-Jährige hat noch Vertrag bis 2022, kann den Club dem Vernehmen nach aber für die fixe Ablöse von 25 Millionen Euro sofort verlassen. Erst vor kurzem hat Kevin De Bruyne seinen Vertrag bei Manchester City bis 2023 verlängert. Und doch hat der Belgier bereits Pläne für die Zeit danach. Laut Berater Patrick de Costa denkt der Superstar über ein Karriereende in der Major League Soccer nach. De Bruyne werde seine Karriere eher in den USA beenden als in Belgien. Er liebe das Land und die Kultur, sagte de Costa der Sun. Ein Wechsel De Bruynes in die chinesische Super League könne er sich hingegen nicht vorstellen.